Maske runter und wir stürmen das Revier. Ich hab ein paar Kugeln für euch besser reserviert. Nur ein falsches Wort und die Scheiße eskaliert. So. Hier natürlich nochmal die Tourdaten. Skandal, Capo, Farid, Bobby Van Damme, Motherfuck. So. Jetzt bin ich auch gespannt, was die Antwort auf böse Kelban ist. Oh, ich bin schon wieder pissen, Alter. Komm raus! Ja. Oh. Komm raus, jetzt kannst du mir das im Gesicht sagen. Also die Pissgeräusche von Skandal sind auf jeden Fall schon mal anhörbarer als der Song von Böse wahrscheinlich. Safe. Schön, und die Klopapier, ne? Der letzte Tropfen auch rauskommt. So, der längste Piss meines Lebens, Alter. Wird. Freunde, streamt alle das Pissgeräusch, damit das Pissgeräusch mehr Streams hat als der Song von Böse. Das war's jetzt? Ja. Nein! Das ist die Antwort aufs. Auf Spotify. Pissgeräusch. Wenn das Pissgeräusch mehr Streams macht. Wenn das Pissgeräusch mehr Streams macht als der Song jetzt hier von Böse Kelban. So, wir gucken jetzt mal auf Böse Kelban. Bro, meint ihr das ernst? Ja, es war einfach ein Pissgeräusch. Das wird bei Spotify richtig, richtig wild. Normalerweise unterstützen wir so einen Schmutz jetzt hier nicht, aber wir wollen natürlich sehen, warum Skandal so lange pissen musste. Was ist das für ein Blick? Warum hast du nicht die Tür aufgemacht? Ich hab gewartet, du bist nicht gekommen. Klar. Natürlich ist er heute, hat er die M-Steph-Handschuhe an, natürlich. Überfahre, der mit 14 ein Stricher war. Hey, komm. Ey, das ist dann wirklich. Placko. Das wurde geplackt hier, geplackert, Alter. Digga. Und jetzt ist ja meine Familie in Songs, doch meine heilige Mutter hat Krieg. Was ist das für ein Taktgefühl, Bro? Rennt her. Also ganz ehrlich, Friends. Das ist weder gut, das hat nichts mit Rap zu tun. Das ist einfach nur Lügen weiterhin verbreiten, auf so eine Sache rumreiten, die überhaupt nicht stimmt, die nicht mal existiert hat, wo es keine Zusammenhänge gibt. Das sind einfach nur dreckige, erfundene Geschichten. Bruder, ich schwöre, hätte der Platzangst gemacht, wäre besser gewesen. Digga, das ist so chöp, Digga. Kann ich mal jemanden... Also wer streamt so einen Scheiß, Digga? Ich nicht. Für die Worte, die du sagst, gibt's die Kugel in dein Herz. Ja, wenn es die Kugel in dem Herzen gibt, dann wird dann nur angeschellt und weggerannt. Quasi. Ach, Bruder. Also, das ist ja... soll das ein Song sein, oder wer kann die meisten Beleidigungen in 3 Minuten aufzählen? Also, ganz ehrlich. Gegnerbezug ist er jetzt nicht. Also, Freunde, wir hören das mal bis Ende und dann gucken wir mal, was wir dazu sagen. Ja, ich will mal gucken, was er sagt. Diese Merik, was die kleine Jungs geschickt. Ja, der neue Meme ist draußen. Teacher Glatze. Ey, was soll das denn? Hey, so ein auf Lehrer. Ich hab kein Wort gecheckt, ja. Doch jetzt bringe ich dir dein Urteil wie Gericht.
Ja, auch dieses, auch diese Akten, die auch immer wieder gezeigt werden, das sind alles Fälschungen, liebe Friends. Fälschungen. Da ist nichts dran echt. Genau wie viele andere Dokumente, was die gefälscht haben. Auch Dokumente über mich, was die gefälscht haben. Das ist alles Fake. Solche Daten, solche Akten mit sensiblen Inhalten, die kriegt nicht einfach irgendjemand in die Hand und mit, die kriegst du nicht ohne Freigabe, ohne das, ohne dies. Weißt du, was ich meine? Oder wer das glaubt, ist sowieso nicht. Wer das glaubt, man, das glauben nur Leute, die wirklich geil auf Fitness sind, auf Action und die in irgendeine Bubble leben, wo es wirklich da so Verschwörungen gibt, wie Kinderblut trinken hier irgendwo in, was weiß ich was, in L.A., jetzt ist das auch in Deutschland. Das sind, die haben Wahnvorstellungen. Ja, wir, für, nach deren Anblick oder nach deren, Entschuldigung, nach deren Ansichten sind wir alle so Illuminaten-Anhänger und trinken so Blut von Kindern, damit wir so für immer leben. Hast du kaputte Menschen, Digga, ja. Also. Lass mal, Bruder, ja, bitte. Ja. Geisteskrank. Gib dir mal einen Hustenbonbon. Du diesen Track gehört, das war ich schon an deiner Tür. Ja. Ja, angeblich, ja, ich weiß. Lass mal. Hat Fabri gut geschrieben, aber okay, ist okay. Oder bitte. Also die Frage, was mir jetzt einer gestellt hat, warum geht Farid dagegen nicht vor? Was soll er denn machen? Soll er zum Anwalt rennen, den Anwaltsbriefe schicken? Ich hab doch auch gewissen Leuten Anwaltsbriefe geschickt. Hat das was gebracht? Die haben ja trotzdem nicht aufgehört, über mich Lügen zu verbreiten. Einer von denen, ich will seinen Namen nicht nennen, ihr wisst, ich erwähne seinen Namen nie, dieses Heroingesicht, über den auch Full Ernst ein Video gemacht hat, neues, dieser Hurensohn, der muss ja auch ohne Ende zahlen. Aber das macht er, das juckt ihm ja nicht. Der macht das trotzdem. Warum soll jetzt also Farid Anwälte einschalten und die machen das ja trotzdem weiter? Ist ja scheißegal. So, warum soll Farid denen so viel Gesicht geben mit Anwaltsbriefe, damit das auch noch so im Briefverkehr mit denen existiert? Ja, Farid will mit solchen Pennern gar nichts zu tun haben. Das ist schon zu viel hier. Weißt du, was ich meine? Plus, warum muss Farid oder warum muss egal wer auch immer seine Unschuld beweisen? Seit wann gibt's das? Ja? Wie bei dir. Warum? Jetzt, oder auch die Bubble von denen immer, ne? Ja, beweis doch deine Unschuld. Beweis doch deine Unschuld. Beweis erstmal du, du Hund. Wenn einer von denen dann mal vor Gericht ist, wegen irgendeiner Scheiße. Warum muss ich beweisen, dass ich unschuldig bin? Die sollen doch beweisen, dass ich schuldig bin. Dann machen die von dem andersrum Recht Gebrauch. Bruder, das gibt's gar nicht in Deutschland, dass du beweisen oder musst. Oder die müssen dir beweisen, ja, dass du schuldig bist, ja, nicht andersrum. Du willst mir was vorwerfen, du willst... Halt's Maul. Du willst etwas sagen, dann beweise es. So. Greasy, halt's Maul. So einfach ist das. Ne? So einfach ist das. So. Und da braucht man nicht viel drumherum reden. Ja. Da braucht man nicht viel drumherum reden, liebe Friends. Fuck mich das ab, Janis. Lass noch einmal Farids Song zelebrieren, bitte. Bitte. Freunde, auf Farids Song auf Spotify, natürlich das Pissding auf jeden Fall bitte auf Dauerschleife. Aber wir können mal ganz gucken. Wir haben jetzt das hier verglichen, ne? Ihr habt jetzt das hier vom Böse gehört. Das ist auch nicht besser. Ne? Jetzt zeige ich euch mal, wie man das richtig macht. Das, Jalla, gib ihn. Freunde. Das ist das Original, Bro. Früher waren's Großfamilien und harte Rocker. Heute Zinker zu Eltern und Sozialschmarotzer. Erst hast du gebellt, dann wurdest du hart geopfert. Deine Antwort, du riefst am selben Tag die Cops an. Wer im Deutschrap gefickt wird, entscheide nur ich. Du bist ein toter Mann, nur du weißt noch nicht. Der versucht mich zu ficken, er ist leider missglückt. Farid Bang ist wie Bane, ich zeig keinem Gesicht. Es ist Farid Bang, ich glaub, sie haben vergessen. Wer ich bin ich fickt, auf welche Karte ich setzte. Es ist Farid Bang auf der Straße. Getestet, Beef mit allen, ohne dass ich Namen trag in der Fresse. Es ist das Farid ist Bang von der Chartspitze. Deine Box kämpft für Trash und keine Marktlücke. Es ist Farid Bang, der niemals abdrückte. Ich bin nicht böse, Mann, doch man kann mir kein Haar krümmen. Asozialer Marokkaner, ich zersäge dich, Peach. Ich komme mit Machete, ziel gegen jeden im Krieg. Woo! Hab geduldet, dass der Jarrakopf gegen mich schießt. Es ist kein Kebab im Biss, doch jetzt dreht sich der Spieß. Bis dein Noten zum
mit Zuckungen, kein Hype und kein Geld. Bis ein peinlicher Kälte seit drei Jahren fällt. Und weißt eigentlich selbst, du hast niemals Koks vertickt. Sicherlich ein Pedo sein, wenn ich hier einen Opa bin. Fast 50 und du Hurensohn wirst nicht erwachsen. Keine Kohle in der Tasche, deine rote Lederjacke, die du Hurensohn schon seit drei Jahren trägst. Du bist nur mit WLAN stark wie die AfD. Ich hab den Dschihad gewählt, deshalb bist du verwundet. Dein Name ist ein seit dem Hebern, der ist guter Junge. Der Name Farid Bang ist wie denn er hat die guten Jungs weggefickt. Böse Hund, du bist nur ein alberner Affe. So albern, dich nennt jeder alberner Affe. Keine Chance gegen mich, unterm Strich bin ich, wenn ich deine Mutter fick. Fick diese kleine Schlampe nach einem eleganten Talk. Paradox, doch ein Zui wirft mir Menschenhandel vor. Keine Relevanz verloren, du warst niemals Thema nach. Entschuldigung, die Patek wurde auch gegen ihren Willen anschaffen geschickt von böse Kälbern. Nur als kleine Info. Und gesagt wurde, gib mir 50.000 Abstand, dann darfst du nicht, dann musst du nicht mehr arbeiten. Schlimmer, schlimmer Bube. Dem Song hier gibt es dich endlich bei Wikipedia. Ein Riesenfehler, du bist ein dreckiges Schwein. Du machtest Häftlinge geil, wurdest von Männern geteilt. In der Zelle vereint, drangen in dich mehrere ein und fingerten dich mit vier Fingern. Mexican Style. Ey, sie sterben von Neid, ich lasse sie abstechen. Ich sag, was ich will, mich konnte noch niemand kesseln. Dein Spotify Umsatz ist eine Zigarette. Du Köterl auf ein böser Sound, wenn ich dein Kiefer breche. Bei deiner Mutter um sieben, um meine Nummer zu schieben. Ich geb die Knochen deiner Toten meinen Hunden zu spielen. Und nach diesem Track stirbst von einem Herzfehler. Ich will, dass jeder Rapper mich disst, ich will mehr Gegner. Ey, du hast keinen gefickt, verlierst heute dein Gesicht. Im Gegensatz zu dir bin ich beim Kampf nie eingeknickt. Ey, du beneidest mich, sprichst von einem großen Skandal. Und der kam letzten Endes bei mir unter Vertrag. Ey, yo, Testosteron, wir tragen Magnum-Pistolen. Ich bin nicht Sinan, doch gegen mich gehst du technisch K.O. Denn dein Rap ist nicht doof, du bist als Rapper gescheitert. Und lebst vom Burgergeld wie Mac-Arbeiter. So wie dein hässlicher Schreiber und die Lines, die er schießt, klingen mehr nach Farid Bang als deine eigene KI. Böser Hund, ich lass deine Mutter sacken, bis sie am Schmatzen ist, wie wenn du ne Dattel frisst. Hältst dich für abgewichst, kämpfst für 16 Bille. Das kriegt mein One-Night-Stand für die Anti-Baby-Pille. Mit euren Lügen denkt ihr, dass ihr die Geschichte verbiegt. Doch habt mehr Leichen im Keller als die Gerichtsmedizin. Wir sind tapfer, Jahre Schluss mit deiner Märchenstunde. Auf Shadow.com hab ich über dich mehr gefunden. Drei Kämpfe, du hattest weder Herz noch Lunge. Du gehst immer in der ersten Runde schwer zugrunde. Du verlobst, wir machen jetzt Mathematik. Redest von 76 Kerben, doch das alles stimmt nicht. Im Krieg hattest 1090 Jugoslawen erwischt. Also laut deiner Rechnung 7% starben durch dich. Du Bastard, wirst entstellt, ich komme nachts in dein Bordell mit deiner Axt und der Maske von Casa del Papel. Hast du nicht gewählt, dachtest, ich lasse dich, du Kelp. Doch wenn ne Bitch gefickt werden will, dann macht man es halt schnell. Das ist, guck mal, das ist ein Diss-Track. Das ist ein Song. Das ist ein Song. Das, was wir gerade von Kälbern gehört haben, ist Schmutz. Bruder, ja. Böser Schmutz. Ganz kurz an die Leute, die heute schön schlafen wollen. Alter. Hört euch einfach diesen Lied von Farid heute auf Dauerschleife an. Schön beim Schlafen. So, man kann doch mit Geräusch schön schlafen. Du weißt. Alter, was. Das ist so ein Schmutz gewesen. Das ist ja unfassbar. Das ist ja unfassbar krank. Ich habe einfach Tinnitus bekommen.